Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt heute mal wieder ein Create a Sim Video und wir erstellen ein paar Weihnachtssims, denn heute ist der 25.12. und ich dachte, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, so. Und normalerweise würde es jetzt nur ein Voice-Over geben, aber ich dachte, zu Weihnachten könnte es ja nochmal ein bisschen persönlicher sein und daher sieht man mich jetzt dann doch. Und wie man schon sieht, ich bin nicht in bekannter Umgebung. Sondern schon in meinem neuen Zimmer. Ich hatte ja schon öfter gesagt, dass ich gerade quasi dabei bin, umzuziehen in ein neues Zimmer. Es ist doch im selben Haus und so, aber ich bin umgezogen und deswegen, ja. Und das ist noch ein bisschen komisch, weil ich habe hier ein Bildschirm und da ein Bildschirm. Und da ist jetzt die Kamera, deswegen, ich bin noch ein bisschen überfordert mit meinem Leben, weil ich möchte jetzt halt da gucken, wie weit wir gerade im vorgespulten Dingsy sind, also von dem, wie weit wir in der, wie heißt denn das eigentlich, in dem Create a Sim sind Video-Dings. Und jetzt sieht man mein Bibi wieder viel mehr und das finde ich auch sehr schön, weil ich liebe mein Bibi und mein Bibi ist alles, was ich habe. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Heiligabend. Und ich hoffe, dass eure nächsten beiden Tage auch noch schön werden. Und dass ihr, ja, auch gut auch ins neue Jahr kommt, falls ihr jetzt noch nicht die Zeit findet, irgendwie noch ein Video zu gucken. Weil ich werde es natürlich in den nächsten Videos auch noch wünschen, weil man weiß ja nie, wer was wie wo guckt. Und deswegen, ja, muss man halt so sein, eckig. Also ich bin zumindest so, dass ich dann das dann doch noch wünsche. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen sonst, also es ist 20.05 Uhr an Heiligabend, wo ich das aufnehme und ich habe ein paar schöne Sachen bekommen und es war ein sehr, sehr schöner Tag und ich hoffe, dass euer Tag auch so war. Mich würde total interessieren, wenn ihr irgendwas habt zu berichten, was ihr total toll fandet oder so, dann schreibt es mir doch einfach. Schreibt es mir. Ich bin wirklich interessiert, ich bin nicht wie manche andere. Also mich interessiert es einfach, weil I don't know. Ich möchte näheren Kontakt zu meinen Zuschauern haben, wenn man hier schon zuschaut. So, dann kann man mir auch Dinge erzählen aus seinem Leben. Und ich finde es, to be honest, auch ganz cool eigentlich, dass man meine Tastaturen so sieht, weil irgendwie, I don't know, ich finde es cool. Aber eigentlich möchte ich ja die Kamera halt auch so vor den Bildschirm haben, dass es dann so geradeaus ist. Das Ding ist, es passt kein Stativ hinter den Monitor und das wäre dann ein bisschen, yeah. Der Bildschirm wäre zu nah dran, wenn ich das machen würde. Deswegen möchte ich halt so ein Regal mir anbauen. Also so ein Regalbrett. So heißt das. Das möchte ich mir da anbauen. Und dann kann ich da meine Kamera draufstellen halt. Das ist mein Ziel. Ja. Mal gucken, ob wir das dann halt so hinbekommen. Und wie schnell und wie und wo und was. Mein Hintergrund soll dann natürlich auch nochmal anders sein, weil man würde halt nur das, wo die Lichterkette ist, da. Die hier, das würde man halt dann quasi nur noch sehen. Im Hintergrund, also größtenteils. Also wie ich das dann einstelle mit der Kamera, sehen wir dann, ne? Aber voraussichtlich ist das halt so. Mein Hund spackt gerade komplett ab. Bibi, was ist los? Komm her. Oh, sie hat ihr Geschenk ausgepackt. Ja, wir haben ja auch halt eine Kleinigkeit, ein Leckerli quasi. haben wir ihr geschenkt und ja. Mein Bibi, du kannst es essen. Das hat sie ganz oft mit Leckerlis, dass sie dann plötzlich einfach komplett abspackt. Und man sich auch nur so denkt, iss es doch einfach, es ist lecker. So, wir haben es für dich besorgt, iss es einfach. Das habe ich auch, wenn ich ihr sonst halt neue Leckerlis, weil sie kriegt zum Abendessen, bevor wir schlafen gehen, kriegt sie halt ein Leckerli. Und wenn ich ihr dann mal ein neues gebe, dann ist sie immer so, was soll ich damit anstellen? Und ich denke mir nur so, du weißt, dass du abends beim Schlafengehen immer ein Leckerli bekommst. Isst es einfach. Entweder schmeckt es dir oder nicht. Sie muss es ja nicht mal in einem Schluck essen oder keine Ahnung. Also, Schluck. Ist es right? I don't know. Ich hoffe halt auf jeden Fall, dass das Video rechtzeitig online kommt und so. Weil ich, also an dem Tag auf jeden Fall, also sollte es. Voraussichtlich möchte ich das so um 12 Uhr veröffentlichen, weil da haben halt die meisten am ehesten noch Zeit. Weil abends ist ja meistens eher so Bescherung und sowas, wenn man das halt noch macht. Oder halt eher Abendessen und so. Und deswegen dachte ich so, okay, 12 Uhr ist vielleicht eine gute Zeit, um vielleicht noch ein paar Leute zu erreichen und denen halt ein schönes Fest zu wünschen. Und ja,
Ich hoffe, dass es hier noch nicht allzu sehr hallt oder so, weil es steht natürlich jetzt noch nicht so viel drin, ne? Und der Spiegel zum Beispiel, das ist auch gar nicht der, der hier bleibt. Also ich kriege eigentlich noch einen anderen, den müssen wir aber noch besorgen. Und ja, deswegen so lange bleibt der halt, aber der kommt natürlich, wenn dann auch noch an die Wand und so weiter. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Zimmer. Ich meine, ich habe jetzt noch lange genug gewartet, um hier einziehen zu können. Deswegen, ja. Ich muss mich so dran gewöhnen, dass ich hier in die Kamera gucke, weil jetzt sehe ich mich hier quasi gerade im Großbildschirm und da sehe ich halt, dass, wie das gerade abläuft. Und das verwirrt mich komplett. Leute, die vielleicht sowas kennen, vielleicht bin ich nicht alleine mit diesem Ding. Also ich meine, ich habe das schon öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, ich gucke mich immer nur selber an und ich wissen, wie das aussieht. Und ich denke mir so, ja, ich fühle das zu 100%. Davor war das nicht so schlimm irgendwie, weil das war halt höher und keine Ahnung. Also mein Schreibtisch sah halt komplett anders aus, weil jetzt ist das so eine riesige Arbeitsplatte, die geht bis zum Ende des Raumes. Ihr werdet übrigens auch eine Roomtour bekommen, das wird aber noch eine Weile dauern, weil ich möchte wirklich alles fertig bekommen in meinem Zimmer, damit das halt wirklich dann perfekt auch so ist und so. Ja, ich gucke mich die ganze Zeit selber an, ich sollte aufhören, ich sollte einfach OBS schließen oder so. Hilfe. Wir essen gleich noch Nachtisch und darauf freue ich mich sehr. Es gibt Eis und Waffeln, glaube ich. Aber ja. Ich freue mich. Also mein Weihnachten bisher war sehr, sehr schön. Und den ersten und zweiten Weihnachtstag verbringe ich bei jemandem, bei einem Freund von mir. Und da kann ich euch ein Video zu verlinken, weil mit dem Freund habe ich auch schon ein Video quasi online. Deswegen gucken Sie rein, wenn Sie das wollen. Das Video ist hier an dieser Stelle vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.